Ja, hallo Leute, es freut mich zu diesem schönen Ostern-Wochenende, dass ich wieder begrüßen kann zu einer neuen Aufnahme von Tales of Hysteria. Ja, ich bin der Dirk Schmitzel und wie gesagt, ich wünsche euch Freude und frohe Ostern. Ja, es ist Ostersonntag und ich nehme auf. Unglaublich, aber wahr. Ja, aber nein, kein Problem, ich bin daher auch unterwegs. Familie und morgen auch mit Freunden und ja, aber hey, das spielt gar nicht zur Sache. Wir sind hier, um, wie gesagt, quasi wieder eine neue Runde Tales of Hysteria aufzunehmen. Und ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen. Wir sind auf jeden Fall reingekommen ins Spiel, also eher so eine Wiedereingliederungsaufnahme. Weil ja, ich habe es längere Zeit nicht mehr gespielt und nicht mehr aufgenommen. Und, ja. Aber es muss tatsächlich auch irgendwann mal ein Ende finden und deswegen muss ich es halt auch nun mal spielen. Es bleibt halt nicht aus. Und ja, ich spiele wie beim letzten Mal auch wieder auf einer PlayStation 5 tatsächlich. Und was ich soweit sagen kann, das Spiel läuft auf einer PlayStation 5, so könnten wir es nicht spielen. Die Ladezeiten sind etwas besser. Oder sagen wir, die sind auf jeden Fall besser. Drastisch besser. Aber ansonsten ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Es ist ja auch keine speziell angepasste PS5-Version, sondern eigentlich noch eine PS4-Version. Interessanterweise läuft das Nachfolgerspiel Tales of Berseria, wenn es das Nachfolgerspiel ist. Ich weiß es gar nicht so genau. Müsste ich jetzt selber tatsächlich erstmal googeln. Das läuft zum Beispiel nicht auf der PlayStation 5. Das heißt, wenn wir das in Angriff nehmen, müssen wir es tatsächlich auf einer, ja, wieder auf der PlayStation 4 spielen. Das ist kein Problem. Ich habe sie nämlich schließlich noch da. Sie sind halt nur im Schlafzimmer. Und die dort als Media Player, mehr oder weniger. Aber ja. Ja, beim letzten Mal sind wir reingekommen. Wir sind bei der Wasserprüfung. Und das ist ein bisschen doof. Also ich weiß noch nicht, wie ich so wirklich da weiterkommen soll. Weil, ja. Wir Fallen haben, die uns immer wieder zum Eingang zurückbringen. Das ist schwierig. Weil wir können zwar für eine gewissen sehr oder für eine kurze Zeit den Fallen ausweichen, aber es ist halt nur eine kurze Zeit. Und manchmal ist es doch ein bisschen zu kurz. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich so wirklich weiterkomme. Warte mal, ich überlege mir, ob ich das OBS-Fenster nicht hier hin packe. Du kommst dann hier hin. Dann mache ich dich hier in groß. Und ja, so viel dazu. Vielleicht müsste ich doch mal eventuell etwas Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, wir gucken. Wir probieren das mal so aus. Naja. Wir wechseln dann auf die Szene. Und da sind wir. Und einmal Kopfhörer auf. Fortsetzen. Und schauen, was passiert. Ah, stimmt, wir hatten beim letzten Mal ich wieder gehabt. Na komm, wir machen es nochmal. Arisha no utagai wa haretan da yo na. Arisha san ga Lawrence ni tsujiteiru to iu? Ah, sono sei de tsukamatta tte. Utagai mo nani mo. Slay o senjou ni ikaseru tame no enzai de sho? So. Kochi wa yakusoku o mamotta. Tsukamaete oku ryū wa nai sa. Da yo na. Yokatta. Mottomo. Mae to onaji ja nai de shou kedo. So, das ist so. 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 Das ist nach Alicia sehen. Ah, naja. Nehmen wir ins Hauptmenü. Also wir haben bisher zwei Hauptcharaktere, nämlich einmal den Saray, der eigentliche Protagonist, und Rose,
die quasi so eine Begleiterin ist, zu einer Assassinen-Gilde gehört und auch eine sehr hohe Affinität mit den Seraphim hat. Und apropos Seraphim, die haben wir hier direkt. Wir haben quasi vier Stück. Jeder steht für ein gewisses Element. Demiklio ist Wasser, Edna ist Erde, Layla ist Feuer und Danzel ist halt Wind. Und ja, da wir in den Wassertempel gehen, sind natürlich die Gegner dort nicht empfindlich, also nicht schwach gegen Feuer, sondern tatsächlich gegen Erde, deswegen tauschen wir mal. Wir können aber auch mitten im Kampf diesen Wechsel vornehmen, das geht ebenfalls. Na, wir sind immer noch unter Wirkung des heiligen Tranks. Nur, dass wir keine, ich sag mal, Standardmonster auf dem Weg begegnen, weil die nerven doch schon ein bisschen. Also hier, ich weiß nicht, ob ihr diese, ich sag mal, an der Wand diese blauen Markierungen sehen könnt. Die bilden so ein bisschen wie so ein Auge und das gibt es auch hier unten. Betreten wir so ein Feld, dann werden wir quasi wieder zum Eingang zurück teleportiert, was echt nervig ist. Aber ich komme nicht so wirklich weiter. Ich weiß nicht, wie ich hier hinkommen soll. Aber genau hier muss ich hin, in die Mitte. Und dann von dort aus zu Schrein Lafay, zentrale Höhle zu kommen. Ich weiß noch nicht so wirklich wie. Jahr des gemeinsamen Kalenders, Monat des Kelches. Endlich habe ich Betrieb bekommen. Daraus werde ich ein Schwert schmieden, das mir die Kraft verleihen wird, die mir immer noch fehlt. Macht, Macht, Macht. Mich dürstet so sehr danach. Ich kann sie schon schmecken. Ja, das ist auch, wie gesagt, Einträge aus dem Tagebuch eines ehemaligen Hirten. Wie wir halt so aus den Einträgen herauslesen können, wurde er im Kampf gegen die Bosheit immer machthungriger, weil die Bosheit, die er besiegt hat, immer wieder kam. Und ja, konnte sie nicht schlussendlich komplett besiegen. Er konnte sie nicht komplett besiegen, sie kam immer wieder und er gab sich die Schuld dafür, weil er einfach denkt, er wäre zu schwach. AP um 2 erhöht. Genau. Ich muss irgendwie hier auf die Mitte kommen, aber ich weiß nicht wie. Wir haben hier auch so eine Plattform. Hier fehlen jetzt tatsächlich die Symbole. Deswegen müssen wir hier auf das jeweilige Auge achten. Wir können das aber, wie gesagt, mit der Technik umgehen. Aber nur für einen kurzen Moment. Da sind tatsächlich auch wieder zwei Stück. Das heißt, diese beiden Plattformen sind ebenfalls von dieser Falle betroffen. Und ja, hier muss ich hinkommen, aber ich weiß nicht wie.
oder teleportiert mich da was hin. Das heißt, hier müsste ich eigentlich noch sicher sein. Genau, aber hier nicht mehr. Feld. Ein Feldspatzstab. Okay. Ja, was muss man hier noch machen? Ja, warte mal. Wir gucken mal. Ich pausiere mal eben die Aufnahme. Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich da irgendwas übersehe, weil ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ja, wir haben jetzt mal noch ein bisschen nachgeforscht und mal gucken. Schlauer bin ich aber immer noch nicht. Ah, oder doch? あちこち振り回しやがった。 この遺跡を作ったやつ、いい性格してるぞ。とても凝り性な方なのでしょうね。いい性格してるよ。お前、ちょっとすげえ、アンチ。いや。この香りは。Hey, ich war auf jeden Fall noch nicht gehabt. Ist gefunden. Ah, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Ja, das gemeinsame Kalenders, Monat der Blüten. Endlich habe ich es vollendet. 20 Jahre. 20 Jahre harte, unablässige Arbeit sind in diesem Schwert geflossen. In diesem Schwert kann ich sie niederschlagen, die Helions. Die Bosheit. Das ganze Chaos.
Hashira-nano-ka? Gespannt. Wir verlieren eine Statue. Ja, nur da die Statue, okay. Ah. Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal. Ja. Der wollte mich verarschen, oder? Wenn wir jetzt einfach nach vorne gehen, glaube ich ganz ernsthaft, dass wir wieder wegteleportiert werden. Deswegen, sicherheitshalber. Und es ist tatsächlich so. マルトロンさんもここに来たのかな。入れたとしても、どうにもならないだろうね。こんなとこ進めるのはどうしぐらいだよ。どうしか、もしくは。入れたらさ、ゲームして。失敗しちゃう、einfach mal。Jo. Ashura der Helion. ねえ。 あの、アシュラって本当にヒョウマ？ええ、実際に汚れや領域を感じます。偽物って思うのか？だって変じゃない？あんな野蠻ヒョウマが野放しになってるなんて。なぜ五方天族が放置するのか？そう。偉くて強い天族なんでしょ？それが試練だからだと思います。五方天族は特別な使命を与えられた方々ですから。要するに、奴らの都合ということだろう。 そうね。否定はできませんが。二人とも、そういう言い方はないだろう。お前もわかっているはずだ。別に天族は聖人君子じゃない。ましてや正義の味方でもね。それは。納得。二人が言うと説得力あるね。わかればいい。うん。そういう試練ってことなら問題なしだ。Alles klar. Wir werden sehen, was passiert. Ne? Sore o yokase! Are ga Ashura? どこだ？俺の剣はどこだ？俺の剣？何なの？氷馬が氷馬を襲うなんて！どうしてやる俺が？氷馬を倒すのは当然だろ！やっぱりアスラは氷馬になった同士。クイズ！俺の剣を返せ！みんな任せた！ Okay, Widerstand ist Feuer und Wind. Das ist natürlich super, dass Rose jetzt mit Layla zusammengeteamt ist. Ashura-wa-Ikari-no-Hyouma-desu. つまり、剣を盗まれたせい。いや、それだけじゃない。 Aua! Aua! アーテルスタークル！行きましょう！赤土目覚める！続けていこう！笑わせる！落ちる連合！
人間を切る力。人間を、こいつは。俺は汚れを生むすべてを切り払う。世界全部を切るつもりだったんだ。それがアシュラが兵馬になった理由。正解だよ。 この声は力が水の火力。俺の邪魔を。はい。過信症。Okay. Regenkugel erhalten Level Aufstieg. まだ何か言ってる。剣を返せ。アウトル。アウトル？消えた。遥か昔に同志だった方です。汚れを浄化しても肉体はもう。怒りだけで動いていたわけか。問題はアウトルだ。あいつがアシュラの剣を盗んだのか。戻ろう。本人に直接確かめる。 Hat Wasser, okay. Na, wo ist der Typ? Naja, dann haben wir das ja auch geschafft. Dun, 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 dun. Wir speichern einmal wieder. アシュラがどうしたったなら、ひょっとしてアウトルは。はい。アシュラと契約した天族だったのかも。俺とみんなみたいな関係だったのかな。 Na, funktioniert der Chat? Bin mal gespannt. Wir sind wieder zurück zum Eingang. Ja. アシュラは消滅したよ。手間をかけた。アウトル様、あなたはもしかして。察しの通り、私はアシュラを同志にいざない器とした天族だよ。剣を盗んだのも？私だ。普通じゃないな。見ただけでわかった。飛行銀と呼ばれるミスリルの剣だ。 本当に世界を切るほどの力を秘めている。だから盗んで隠したのですか。そうだ。アシュラが一番切りたかったのは私なのだろうね。彼はひたすら純粋だった。
純粋ゆえに悩み、いつしか許す心を失ってしまった。だから汚れたものを全部切るためにその剣を作った。君にならこの剣を渡してもいい。使いこなせば気力以上の力となるかもしれない。遠慮するよ、剣ならもう持ってるから。スレイさん、うん、心の試練も合格だ。いらないのなら私がもらおう。世界を切る剣、我が刃にふさわしい。マルトランさん、スレイさん、よく見て。嘘、この人って兵馬。以前は挨拶もせず失礼した。やはり見えていたのですね。その剣をどうする気だ。世界を切るんだよ、アシュラの望んだごとく。なぜそんな。逆に聞きたいな、なぜアシュラの思いに共鳴しない。ここまで汚れ切った最悪の世と人間は一度徹底的に壊さねば再生できはしないだろう。これは我が主最下の剣主のお考えでもある。あなたはかの者の。こんなことアリーシャが知ったら傷つくだろうな。だから利用したんだね、アリーシャを。戦争を起こすにはまず夢見がちな平和論者を暴れさせるのが効果的なので。皮肉なことにな。だがすでにハイランドとローランスの全面衝突は時間の問題となった。もうあの小娘に利用価値はない。マルトランさん、やれやれ、とんだことになってしまったな。同志にとって我々より現実の方が厳しい試練ということか。ミクリオさん、スレイさんが。多分アリーシャのことだ。一人で悩むなって言いたいけど、どうすべきか私たちに。最後の飛力は風か。わっ、つっこまんぞ。ボケてないわよ、熱でもあるんじゃない。Das soll ein Speicherpunkt sein. Ach, oben, klar. Slay, Alicia のことは気になるけど、元気だぞ。ああ、ともかく飛力は得たんだ。マルトランも最下の剣手につながるもの。私たちの進む先に解決策があるはずですわ。うん。Hey, gibt es noch irgendwelche optionalen Quests? Ich glaube schon, ne? Optionale Option. Haltwing haben könnten wir eventuell mal hin. Ich meine, wenn wir schon mal uns hier bewegen können, dann schauen wir uns alles mal an.